Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage vom Tobi geht, der mir aus dem Landkreis Nürnberger Land geschrieben hat. Der Tobi hat mitbekommen, dass wir Freien Wähler diese Woche in der Plenarsitzung des Landtags eine sogenannte Aktuelle Stunde beantragt haben mit dem Titel Macherland Bayern. Und jetzt will der Tobi von mir wissen, worum ging es euch denn da und was habt ihr diskutiert? Ja, Tobi, das wärme ich gerne nochmal auf, weil es eine Herzensangelegenheit von uns Freien Wählern war, darüber zu sprechen. Zugegebenermaßen ein eher grundständiges Thema und uns ging es dabei so ein bisschen um das Mindset, wenn man so will, von Wirtschaft, von Politik, von Gesellschaft bei uns in Bayern. Deshalb, weil wir das Gefühl haben, dass es sich da wahrscheinlich auch ein bisschen getriggert durch die Herausforderungen in der Corona-Zeit ein bisschen was verändert hat, dass es so eine Art Mentalitätswandel zum Schlechteren gibt, der sich, glaube ich, wieder in die richtige Richtung drehen müsste, wenn es gut werden soll und wenn wir die wichtigen Aufgaben dieser Tage schaffen wollen. Was meine ich damit? Vielleicht ein Beispiel. Ich glaube, wenn wir, Tobi, bei dir zu Hause im Nürnberger Land oder bei mir daheim in Augsburg oder hier in München am Stachus eine Umfrage machen würden und wir würden die Leute fragen, wollt ihr erneuerbare Energien? Wollt ihr unabhängig werden von Putin? Wollt ihr nachhaltig sein in der Energieerzeugung? Dann würden wir da mit unseren Umfragen wahrscheinlich 100% Zustimmung kriegen. Aber Tobi, wenn wir dann in die Umsetzung gehen und wir bauen mal eine Biogasanlage, ein Windrad, eine Photovoltaikanlage, dann wären von den 100% der Leuten, die uns da zustimmen, mutmaßlich 15%, 20% Vorsitzende von Bürgerinitiativen dagegen. Die würden dann Verbandsklagerecht ausüben gegen die Projekte und dafür sorgen, dass es Jahre dauert und nichts weitergeht. Und so geht es uns gerade unserem Gefühl als Freie Wähler nach nicht nur bei der Energiewende, sondern so geht es uns auch beim Bahnausbau, bei Unternehmensansiedlungen, in der Ansiedlungspolitik, ja eigentlich auf allen Politikfeldern. Und deshalb war es uns wichtig, in der Aktuellen Stunde mal so ein Signal zu setzen in Richtung dieses ganze Kaputtreden, dieses ganze Schlechtreden, dieses Verhindern. Das passt eigentlich gar nicht zur DNA von Bayern. Wir sind ja eigentlich das Land des Mir san mir. Und im Moment könnte man manchmal meinen, wir sind eher das Land des Mi, Mi, Mi. Und daher unsere Idee, mal das Signal zu setzen, auch politisch, wir müssen wieder ein bisschen mehr Macherland sein und ein bisschen weniger Bedenkenträgerland. Und deshalb haben wir dann in dieser Aktuellen Stunde, Tobi, auch so ein bisschen aufgezeigt, was dazu nötig ist. Ich glaube, es hängt schon auch an uns Politikern und an der politischen Kultur im Land, weil wir natürlich den Leuten erzählen, aus Bayern heraus, alles, was der Bund macht, ist schlecht. Der Bund sagt, eigentlich ist Brüssel schuld. Wir sagen, was die SPD macht, ist schuld, ist schlecht. Die Grünen sagen, was die CSU macht, ist schlecht und so weiter. Und dann wundern wir uns darüber, dass die Menschen da draußen glauben, dass Politik nicht in der Lage ist, die Dinge gut zu regeln. Dann wundern wir uns, dass man am Stammtisch meint, 13 Millionen in Bayern wüssten, wie es geht, aber die 205 Parlamentarier, das sind lauter Pfeifen. Ich glaube, es liegt schon auch daran, dass wir das den Menschen auch entsprechend einreden. Und deshalb habe ich dann in meiner Rede auch dafür geworben, wir müssen Politik wieder zum Wettbewerb um die besten Ideen machen und nicht so sehr zum Wettbewerb darum, wer den anderen besser malig macht. Wir müssen aber, Tobias, glaube ich, schon auch dafür sorgen, dass wir besser werden im Verwaltungsverfahren. Wir brauchen weniger Ideologie, mehr Pragmatismus. Wir brauchen weniger Bürokratie und wieder mehr Gestaltungskraft. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass Verwaltungswege kürzer werden, dass Klageverfahren schneller gehen. Weil wenn wir im Moment draußen die Projektierer sagen, wenn wir erneuerbare Energieerzeugungsanlagen bauen, dann rechnen wir mit 5 bis 7 Jahren, weil wir schon wissen, erst ein Jahr Genehmigung, dann 2 Jahre Klageverfahren und so weiter, dann kann das natürlich nicht unser Anspruch sein. Wir wollen ja bis zum nächsten Winter möglichst energieautark sein und nicht irgendwann in 10 Jahren. Und deshalb müssen wir, glaube ich, da auch vom Verwalten raus und wieder mehr ins Umsetzen kommen. Und den letzten Punkt, Tobi, habe ich dann noch gemacht, mit Blick auf diejenigen, bei denen es uns nicht gelingt, sie mitzunehmen. Also so ein bisschen im Hinblick auf die Protestkultur im Land. Da ist mir wichtig, nicht falsch verstanden zu werden.
Natürlich ist es wichtig und natürlich sind wir dankbar. Und es ist jeder herzlich willkommen, der sich konstruktiv einbringt. Es geht nicht darum, irgendeinen Protest abzuwürgen. Aber wir müssen schon wieder schaffen, dass Protest nicht einfach nur destruktiv dagegen ist, sondern dass es auch konstruktiv darum geht, wie es am Ende des Tages gemacht wird. Und da war mein Beispiel und da ist mein Beispiel dann schon diese selbsternannte letzte Generation. Einfach weil ich glaube, wir hatten es in Frag Fabian schon mal davon, dass die ihrem eigentlichen Ziel, dem Klimaschutz, einen Bärendienst erweisen, weil die Leute, die eine hohe Grundsympathie dafür hatten, aus der politischen Mitte jetzt nur noch den Kopf über die schütteln. Also die sind eigentlich der eigentliche Feind des Klimaschutzes im Moment. Und ich glaube, wir müssen dort, wo die strafbar werden, eine klare Ansage des Rechtsstaats machen, dass wir uns nicht von ihnen auf der Nase rumtanzen lassen. Denn es gilt ja, Tobi, auch immer die Prüffrage, was würden wir denn tun, wenn es nicht die Klimaleute wären, die sich gerade auf die Straßen kleben, wenn es nicht die Klimaleute wären, die Regierungsgebäude besetzen und dergleichen mehr oder mit Tomatensuppe für irgendwelche Gemälde werfen, sondern wenn es vielleicht die Reichsbürger wären oder die Corona-Leugner, dann wären wir alle einig, dass das gar nicht geht. Und deshalb muss im Rechtsstaat, auch wenn das Ziel ein gutes ist, auch für die letzte Generation, für diejenigen, die sich für Klimaschutz stark machen, gelten, wer seine politischen Ziele, egal wie ehren die auch sein mögen, über die Spielregeln von unserem Rechtsstaat stellt, der ist am Ende des Tages kein Aktivist, sondern der ist ein Krimineller und das muss Rechtsstaat dann auch so klarlegen. Ja, Tobi, das waren so ein bisschen die Gedanken, auch aus meiner Rede, die wir da eingebracht haben in die Aktuelle Stunde. Uns ging es einfach darum, dass wieder so eine Art Ruck durch unsere Heimat geht, wie der Altbundespräsident Herzog das mal gesagt hat, dass wir rauskommen aus diesem Mimimi-Modus, aus diesem Verhinderungs- und Kritisierungs- und Bedenkenträgermodus in großen Projekten, nicht immer nur die Lastenverteilung, sondern auch wieder die Zukunftschancen sehen und Bayern wieder zu einem echten Macherland machen. Das ist die Aufgabe, die sich uns stellt vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen in unserer Zeit. Und dafür haben wir versucht, in dieser Aktuellen Stunde zu werben. So viel, lieber Tobi, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht es einfach wie immer. Postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder melde aus dem Bayerischen Landtag und es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.